Klarheit. Ganz einfach Klarheit. Das ist das, was sich viele Menschen wünschen und so lautet auch der Titel des diese Woche rezensierten Buches von René Bourbonus. Er skizziert im ersten Teil des Buches sehr anschaulich, in welchem Informationsüberfluss wir zurzeit leben, unsere Gesellschaft mit den ganzen neuen Medien, die auf uns Einfluss nehmen und dass diese auch immer eine enorme Herausforderung für uns ist, relevante von irrelevanten Informationen zu unterscheiden. Der Autor schildert dann im ersten Teil wirklich anhand von praktischen Beispielen, was wir auch gut verstehen können, wie unklar und wie oft auch einfach falsch die Sprache eingesetzt wird. Und er schildert auch, wie wir selber aufgrund der eigenen Unklarheit im Denken in der Sprache diese sozusagen fortführen und damit eigentlich gar nicht das sagen, was wir sagen wollen und uns auch nicht verständlich ausdrücken können. Er zeigt uns auch, wie die Medien uns manipulieren und wie unser eigenes Denken wir dabei gar nicht mehr aktivieren können, wenn wir die Medien konsumieren, da gewisse Prozesse im Gehirn automatisch ablaufen. Ja, und das ist natürlich auch bewusst so von den Medien gewollt, dass die Kommunikation uns in gewisse Bahnen lenkt. Und ganz eng mit der Klarheit der Sprache ist eben auch die Klarheit des Denkens verbunden und damit eine bewusste Auseinandersetzung mit der Realität und mit dem eigenen Leben natürlich. Wirklich klar und analytisch die Sprache auseinandernehmen und damit vergleichen, was man eigentlich sagen will, das ist so einer der Kernpunkte des Buches. Er zeigt auch sehr anschaulich, wie Facebook und eben auch die anderen sozialen Medien die Sprache und die damit verbundenen Assoziationen im Gehirn nutzen oder anders ausgedrückt. Er zeigt, wie sich Theorien bilden quasi aus dem Nichts. Das heißt, es gibt keine wirkliche Information, aber es entstehen Theorien, es entstehen Gebilde und ausgehend von diesen Konstrukten, aufgrund der Kommunikation, der Unklarheit, bildet sich eine Riesenblase, was von Millionen von Menschen weiter geteilt wird. Und so entsteht aus nichts etwas, was die Menschen nachhaltig beeinflusst in ihrem Denken, in ihrem Sein. Und so entstehen ganze Interessensgruppen, deren Grundlage gar nicht existiert. Das Buch ist der absolute Super-GAU für alle Verschwörungstheoretiker, denn hier wird klar und analytisch gedacht und der Autor entlarvt Stimmungsmacher und Populisten. Er greift aktuelle Problematiken wie die Flüchtlingskrise genauso auf wie zeitlose Themen wie den Tod und zeigt ein ums andere Mal, wie die Massen durch fehlende Klarheit im Kopf ein Leben in Angst und Sorge führen, wo einzig und allein ein bewusster und auf harten Fakten basierender Gedanke Abhilfe schaffen würde. Nachdem im ersten Teil das Problem oder die Probleme aufgezeigt wurden und man dadurch schon wirklich viele Erkenntnisse gewonnen hat, wird dann im zweiten Teil ganz konkret dazu übergegangen, die Klarheit in seinem Leben zu manifestieren. Dieser Teil richtet sich konkret darauf aus, was und wie wir denken. Und er referiert auch zum Thema Schwarmintelligenz und inwieweit dieses Phänomen, also die Intelligenz einer großen Masse, so denn sie denn existiert, man ist ja da wirklich in Diskussion, und er schildert das, wenn sie existiert, wie sie unsere eigene Entscheidung mit beeinflusst. Auch hier wird noch einmal die Bewusstheit, also das ganz klare Überdenken von Zusammenhängen, losgelöst von Manipulation, zumindest soweit es möglich ist, gefördert. Im dritten Teil dann ganz konkrete Tipps für die eigene Kommunikation, für die eigene Sprache tatsächlich, wie man Unklarheiten vermeidet, wie man in der Sprache auch mit Bildern arbeitet, die für jeden anderen viel viel klarer verständlich sind, als wenn man Worte benutzt, die durchaus Interpretationsspielraum lassen. Ihr kennt das sicherlich, es gibt Worte, die werden von dem einen positiv wahrgenommen, neutral oder negativ. Ein Wort zum Beispiel ist Konditionierung. Viele Menschen hören Konditionierung und sagen, nee, lass mich bloß in der Ruhe, das wird ja inflationsartig zur Zeit benutzt. Der andere sagt Konditionierung, ja da muss ich aufpassen, das ist Positives. Und der andere sagt neutral Konditionierung, ja okay, das ist, wenn ich dauerhaft zum Beispiel beeinflusst werde und auf ein gewisses Verhalten quasi ausgehend der Reize dann anspreche. Und ja, und wenn man dann das Wort Konditionierung benutzt, dann hat dasselbe Wort auf drei verschiedene Personen unterschiedlichen Einfluss. Wenn man aber eine bildhafte Sprache nutzt, mit Bildern arbeitet, so, und dann einen größeren Zusammenhang quasi aufzeigt, dann ist es bei allen Menschen gleich. Ne? Da kann man wunderbar sozusagen einen Menschen, der konditioniert wurde und zum Beispiel unter seinen Ängsten leidet oder unter der oder den gesellschaftlichen Zwängen, aus dem man sich nicht befreien kann und sowas. Wenn man sowas skizziert mit Bildern, dann wird sofort klar, das ist jetzt negativ gemeint.
Und ja, und das ist halt eins dieser Instrumentarien. Er zeigt auch auf, wie wichtig es ist, eine Struktur im Reden zu haben und nicht einfach immer drauf loszuplappern, nur weil man von etwas begeistert ist oder angewidert. Ne? Dieser Teil, dieser dritte Teil, der ist so enorm wichtig, und wenn jeder Mensch diese Tipps in der Kommunikation in seinem Leben beherzigen würde, dann würden sich alle Probleme der Neuzeit auflösen, von Kriegen bis hin zu Hungersnot. Und das ist auch eine der Grundüberzeugungen von René Bourbonus. Klarheit löst Probleme, Unklarheit schafft sie. Das ist ein Buch, was die Welt verbessert, was Menschen, die auf der Schwelle einer neuen geistigen Evolution stehen, diese leichter überwinden lässt. Es trifft so hammerhart den aktuellen Zeitgeist und die damit verbundenen Probleme der Informationsüberflutung durch YouTuber, durch Blogger, Webseiten und generell Medien. Und das Buch ist einfach wirklich eine richtige Wohltat. Eine richtige Wohltat. Natürlich nicht für die Menschen, die sich gerne in Ängsten suhlen, die ihre Identifikation in einer Opferrolle gefunden haben, und auch nicht die Menschen, die selber sozusagen bewusst andere Menschen manipulieren wollen. Dafür ist das Buch nicht geeignet. Für all diese Personengruppen ist das Buch der Teufel persönlich, weil dieses Buch dieses ganze perfide System der Angstindustrie, der Verschwörungstheorien und der Wutbürger einfach klar und deutlich analysiert und emotionslos auseinandernimmt. Das Buch besticht durch einen ganz klaren, messerscharfen Verstand. Ich habe schon lange keine 5 Sterne für ein Buch mehr vergeben können, aber oder wollen, aber dieses Buch bekommt volle 5 Sterne. Es ist eine uneingeschränkte Kaufempfehlung für jeden klar denkenden Menschen, der ein bewusstes Leben anstrebt. Mit 18 Euro ist das Buch auch preislich vollkommen im Rahmen. Ich bin total begeistert und wünsche Euch wie immer viel Spaß beim Lesen oder beim Nichtlesen. Euer Christian.